Meine Welt, meine Meinung, dazu jetzt zugeschaltet Weltherausgeber Stefan Aust. Schönen guten Abend, Stefan. Du hast einen Gewinner und des Tages und das ist die Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Ja, das ist eine Gewinnerin mal wieder, die mit ihrem Spruch "Wir schaffen das" innerhalb von knapp 10 Jahren wieder einmal recht bekommen hat. Wir haben es geschafft, dass die Bundesrepublik de facto keine Grenzen mehr hat, dass jeder aus jedem Land der Welt jederzeit einreisen kann, wenn er die notwendigen Hilfen der entsprechenden Schleuserbanden hat. Das hat die Kanzlerin damals dadurch erreicht, dass sie das bestehende Aufenthaltsrecht mal kurz ausgehebelt hat. Danach dürfen Asylsuchende, Schutzsuchende, Migranten oder wie man sie auch immer bezeichnet, wenn sie aus einem sicheren Drittland kommen, eigentlich nicht einreisen. Ihre Anweisung an ihren gehorsamen Innenminister, die Grenzen für jedermann, ob mit oder ohne Pass zu öffnen, war ein eindeutig rechtswidriger Bruch des Gesetzes. Auch wenn die Berliner Staatsanwaltschaft eine entsprechende Anzeige gegen Merkel damals abwies. Die Begründung lautete, es habe sich bei der Entscheidung der Frau Merkel um eine vorübergehende Maßnahme aus humanitären Gründen gehandelt, die ja auch von Bundesinnenminister de Maizière gebilligt worden sei. Inzwischen wissen alle, dass der Herr Bundesinnenminister damals die Weisung der Kanzlerin befolgt hat. Und im Übrigen wird die vorübergehende Maßnahme nunmehr seit 9 Jahren praktiziert. Die ebenso schön klingende wie naive Aussage der Kanzlerin, es gäbe beim Asyl keine Obergrenze, hat die Situation geschaffen, mit der dieses ihr Land jetzt zu tun hat. So zum Beispiel noch zu ihrer Amtszeit auf dem Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche in Berlin, wo der schutzsuchende Tunesier Anis Amri 13 Menschen mit einem Sattelzug tödlich niederwalzte. Oder jetzt in Solingen, wo ein schutzsuchender Syrer während eines Stadtfestes 3 Menschen mit einem Messer massakrierte und 8 weitere Verletzte. So klingt ihr "Wir schaffen das" vom August 2015 nur noch zynisch. Ja, und dein Verlierer der Woche ist der amtierende Regierungschef. Ja, Bundeskanzler Scholz, der es nicht im Ansatz geschafft hat, sich von der verheerenden Willkommenskultur seiner Vorgängerin zu verabschieden. Naja, er war ja auch ihr Vize und das scheint er irgendwie immer noch zu sein. Deine Nachricht des Tages beschäftigt sich mit den anstehenden Landtagswahlen im Osten. Ja, der permanente Blick auf die Wahlprognosen in Thüringen und Sachsen, wo die nach der alternativlosen Politik Angela Merkels benannte Alternative für Deutschland ziemlich weit vorne liegt. Dankeschreiben der AfD an Merkel und ihre Politikerben dürften am kommenden Sonntag zu erwarten sein. Wir kommen zum Aufreger der Woche. Das ist diesmal ein Computerspiel. Ein Computerspiel, das Robert Habecks Wirtschaftsministerium die Entwicklung von Computerspielen mit 50 Millionen jährlich subventioniert. So die Spieleentwickler für die App eines Flugsimulators und die für die App eines modernen digitalen Schlangenspiels. Da hat man fast den Eindruck, dass die Regierung sich in diesem Computerspiel selbst erkennt. Und im Übrigen, was macht der Bau des neuen Bundeskanzleramtes? Ja, da wachsen in Berlin-Mitte an einem langen Gang 400 neue Kanzleramtsbüros, eine Fußgängerbrücke über die Spree und ein Hubschrauberlandeplatz. Wenn das alles fertig ist, wird vermutlich irgendwann mit dem Regieren begonnen. Wir freuen uns schon darauf. Wer weiß, wann das ist. Aber Dankeschön nach Hamburg, Stefan Aust. Dankeschön.